Herr Wissing, die Grünen werben für eine Vermögenssteuer, die für Privatvermögen, aber auch für Unternehmensvermögen gelten soll. Wie finden Sie das? Das wäre ein Anschlag auf unsere Wirtschaftsordnung. Wir brauchen jetzt dringend Investitionen. Wenn man den Unternehmen das Geld wegnimmt, bleiben Investitionen aus. Es werden Arbeitsplätze gefährdet und wir werden weiter Wachstumseinbußen haben. In einer sozialen Marktwirtschaft muss der Staat sich durch Ertragssteuern finanzieren und nicht durch Substanzbesteuerung. Trotzdem erfährt beispielsweise Grünen-Politikerin Baerbock, die Spitzenkandidatin und Kanzlerkandidatin, immer wieder Sympathiebekundungen aus der Wirtschaft, eigentlich ihrer Zielgruppe. Was machen Sie falsch? Die Freien Demokraten stehen sehr gut da. Viele haben verstanden, dass die Ankündigungen der Grünen eine Veränderung unserer Wirtschaftsordnung bedeuten. Und warum sollte man etwas verändern, was Deutschland zu einem wirtschaftlich stärkeren Land als andere gemacht hat? Wir brauchen jetzt eine Stärkung der sozialen Marktwirtschaft und nicht eine schrittweise Einführung staatlicher Planwirtschaft. Der Wirtschaft das Geld aus der Hand zu nehmen, um es ihr dann vom Staat über Hilfsprogramme wieder zurückzugeben, bedeutet doch, dass Politiker ihre Träume verwirklichen, aber nicht mehr Fachleute in der Wirtschaft die richtigen Investitionen tätigen. Wo sollen dann die Arbeitsplätze der Zukunft herkommen? Die Wirtschaft hat in weiten Teilen ganz stark unter der Pandemie gelitten. Die Wirtschaftshilfen, Corona-Hilfen sollen verlängert werden nach dem Wunsch von Wirtschaftsminister Altmaier, zumindest bis Ende des laufenden Jahres. Das muss Sie eigentlich beruhigen, dass es mit der Wirtschaft weiter rund läuft, oder? Grundsätzlich waren die Wirtschaftshilfen notwendig. Wenn man den Unternehmen ihr Geschäftsmodell auf Eis legt, muss man ihnen auch die notwendigen Hilfen geben, damit sie überleben können. Aber auf Dauer ist das nicht richtig, dass die Wirtschaft vom Staat finanziert wird. Das ist wie ein süßes Gift. Man gewöhnt sich daran und das Ganze wird immer ineffizienter. Wir brauchen die Rückkehr von unternehmerischer Verantwortung. Wir brauchen die Freiheit für die Wirtschaft, damit sie investieren kann und damit diese vielen komplexen Entscheidungen von Hunderttausenden von mittelständischen Unternehmen in der Verantwortung derjenigen sind, die die Investitionen auch tätigen können, weil sie ihre Branche gut kennen, weil sie den Markt besser kennen als jeder Politiker. Und deswegen, die Hilfen waren notwendig, aber genauso wichtig ist es auch, dass wir so schnell wie möglich aussteigen aus dieser Staatsfinanzierung der deutschen Wirtschaft. Es steht ja immer diese Warnung im Raum, es kommt zu ganz vielen Unternehmenspleiten. Jetzt lief die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht im April aus und trotzdem sehen wir nicht wirklich überraschend viele Firmenpleiten. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Es gibt nach wie vor die staatlichen Hilfsprogramme. Aber viel wichtiger als jetzt die Hilfsprogramme in die Zukunft zu führen, Insolvenzantragsfristen immer wieder neu verlängern zu wollen, viel wichtiger ist, dass man der Wirtschaft wieder eine Perspektive gibt. Wir müssen so schnell wie möglich zu einer neuen Normalität zurück. Corona wird bleiben, wir werden mit diesem Virus leben müssen, aber auch leben können, weil wir Impfstoffe haben und hoffentlich bald auch Medikamente gegen eine Covid-19-Erkrankung. Wichtig ist, dass der Staat geholfen hat. Und genauso wichtig ist, dass er sich jetzt wieder zurückzieht und zwar konsequent zurückzieht. Der Staat darf nicht bei der Wirtschaft mitspielen. Er hat die Regeln zu setzen und die Wirtschaft hat die Aufgabe, im Wettbewerb erfolgreich zu sein, um den Staat finanzieren zu können. Man darf die Aufgaben nicht vermischen. Ansonsten werden wir Ineffizienzen erleben, die kosten Arbeitsplätze und Wohlstand. Und in einer Zeit, in der wir investieren müssen, in Klimaschutz, in neue Mobilitätsformen, haben wir keine Luft im Überschuss. Wir brauchen jetzt effiziente marktwirtschaftliche Belebung. Dankeschön für das Gespräch. Danke Ihnen.